Hallo und willkommen zu einer neuen Minecraft-Mod-Vorstellungsfolge, heute mit dem Jemmy Furniture-Mod. Dieser Mod fügt Möbel und alles Mögliche ein, dekorative Gegenstände und so, die einem das Haus verschönern können. Und da fange ich gleich an mit dem Fernseher, das Wichtigste überhaupt, was es gibt im Leben. Nein, Quatsch. Mit dem kann man nichts machen, also den kann man auch nicht anschalten oder so. Der steht einfach nur da. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Es gibt das Sofa und den einzelnen Sessel. Da kann man sich drauf hocken mit Rechtsklick. Und so sieht das dann aus. Kann man Fernseher glotzen. Es geht auch hier das draufsitzen. Nur nicht in der Ecke. Da kann man nichts machen in der Ecke. Das sind einzelne Gegenstände. Also das ist Stuhllehne links, Stuhllehne rechts, Stuhllehne, Stuhl Mittelteil, Stuhl Ecke. Also die kann man unterschiedlich craften. So, dann geht's gleich weiter. Das hier ist eine Lampe, die lässt sich an- und ausschalten mit Rechtsklick. Die macht man einfach an und aus, dann leuchtet sie, leuchtet nicht. Und ein Kaminrahmen, so sieht das zumindest aus. Der überlappt sich auch ein bisschen mit den anderen Blöcken. Da kann man halt einen Kamin bauen, ein bisschen schöneren. Das überlappt sich mit den Blöcken drumherum. Aber man kann noch drauf, also es ist wie beim Zaun, dass man da immer noch auf dem Block stehen kann. Falls ihr jetzt verstanden habt, was ich meine. Egal. Dann das hier ist eine Küchentheke. Die hat sogar einen herausstehenden Henkel. Die hat ein Dispenserfeld sozusagen, also ein 3x3-Feld. Und da kann man eben Sachen verstauen. Zum Beispiel jetzt Stein. Ganz einfach. Macht keinen Ton und öffnet sich auch nicht, aber egal. Das gibt's dann auch mit der oberen Hälfte, das ist aber genau dasselbe. Sieht nur anders aus. Dann gibt es die wunderbare Waschmaschine. Die ist, wenn man jetzt... Also die wird mit Kohle angetrieben. Und wenn man jetzt Rüstung hat, ich nehme ja Leder, und die ist schon ein bisschen kaputt. Ich ziehe sie kurz an. Und keine Ahnung. Spring da jetzt mal runter. Okay, also wenn man dann kaputte Rüstung hat, ein bisschen, kann man die eben in das Fach tun. Und wieso habe ich zweimal Stiefel? Eigentlich Hose, aber die ist jetzt egal. Und dann füllt sich dieser Balken hier oben ganz grün. Und wenn der ganz voll ist, dann wird die Ding wieder hergestellt. Also die Ausrüstung wird repariert. Das macht jetzt bei der Hose eben nicht. Und je besser die Rüstung, desto länger dauert's. Nur irgendwie gibt's anscheinend einen Bug, stand mal auf der Seite, dass die Kettenrüstung 73 Tage oder so braucht. Also, weiß auch nicht genau. Egal. Weiter geht's. Ich weiß auch nicht, ob es Minecraft-Tage sind oder normale Tage, aber egal. Also, hier haben wir einen Couchtisch mit Glasplatte und eben aus Eisen. Und der dient auch nur zu Dingszwecken. Blöcke kann man schon draufstellen. Ich glaube, sowas jetzt wie Blumen halt nicht, das ist ja klar. Aber sonst so Fackeln gehen auch nicht. So, dann haben wir die Uhr. Die besteht aus drei Blöcken. Dem Unterteil, mit dem kann man nichts machen. Dem Mittelteil, da ist ein kleines Loch drin, da kann man auch Sachen verstauen. Und das Oberteil, das sagt einem die Uhrzeit. The time is currently 91. Das heißt, es ist
Keine Ahnung. Ich glaube 100 bzw. 0 wäre genau Mittag. Ja, 0 ist Mittag. Das steht dann auch dran. It's midday. Und ja. Und Nacht 50. It's midnight. I wouldn't go outside if I were you. Also ist auch witzig gemacht. Dann morgen steht auch dran. Und ja. Dann gibt es auch noch einen normalen Holzstuhl. Auf dem kann man eben auch sitzen. Und einen Holztisch. Darauf kann man Sachen platzieren. So wie diese Lampe. Die man auch in der Nacht an- und ausmachen kann. Oh. Kann man eben an- und ausmachen. So wie die. Ja. Genau. Dann gibt es Blumentöpfe und Blumen. Also mehrere Blumen auf einmal. Finde ich sehr schön gemacht, dass diese Blumen eben 3D sind und nicht so wie die normalen. Einfach nur ein Bild, das man so sieht. So wie das hier. Das ist ja einfach nur so ein Bild. Und die sind eben so 3D. Und das finde ich cool. Dasselbe gibt es mit gelben Blumen. Wie man das alles craftet, komme ich später dazu. Das ist ein Kamin. Mit dem kann man so nichts machen. Und der dampft einfach nur. Dann ist das hier der Ofen, beziehungsweise der Herd. Der hat auch... der macht eigentlich dasselbe wie ein normaler Ofen. Nur, dass er zwei Slots hat. Und da kann man eben zwei Dinger gleichzeitig braten. Ja. Und das war es auch schon von dem Herd. Dann gibt es zwei Arten von Waschbecken. Einmal das normale und einmal das Badezimmerwaschbecken. Das kann man an die Wand hängen. Und wenn man eben einen leeren Eimer hat, dann kann man sich es ja schon denken. Ich finde immer nie die Eimer. Da. Wenn man einen leeren Eimer hat, bekommt man Wasser. Wer hätte das gedacht? Wenn man es mit einer leeren Flasche macht, passiert nichts. Also man kann seine Flaschen nicht auffüllen. Finde ich schade. Aber ist halt so. So. Jetzt gibt es auch noch die Toilette. Auch sehr witzig, da kann man sich einfach nur drauf hocken. Aber ich find's cool. Ist auch halt ziemlich dekoreich. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Es sind so Art Rohre. Oder so. Ich habe auch nicht genau nachgeschaut. Die kann man eben einzeln setzen. Also das kann man einzeln setzen. Dieses Ding hier. Und irgendwie backt das rum. Hier kann ich durchlaufen, hier nicht. Das kann ich irgendwie nicht abbauen. Das backt irgendwie rum. Auf jeden Fall sind das Rohre, die kann man halt so irgendwie platzieren. Ich kann das irgendwie nicht abbauen. Aber das... Egal, und das gibt es entweder mit so einem Rohrecke oben drauf oder ohne diese Stange. Dann gibt es nur solche Ecken und nur solche Rohre und mehr nicht. Egal. Jetzt haben wir hier eine so eine Platte für die Küche. So eine Art Half-Slab, nur noch dünner. Und die ist auch nur zur Deko, so als Küchen. Unterlage, ne, nicht Unterlage. Egal. Also, und eins meiner Lieblingsitems, das auch ein Küchenschrank, kann man auch wieder Sachen reintun. Ich finde, das sieht eben cool aus. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsitem, der Kühlschrank und der Gefrierschrank. Der hat sogar Ton und eine Aufmachanimation. Und da ist sogar was drin, also hier ein Apfel,
Orange, sonstiges, irgendwas. Und da kann man eben auch Sachen reintun. Und der Gefrierschrank, das sind zwei verschiedene Items. Der sieht auch anders aus. Und ist eigentlich genau dasselbe. Ich finde ihn cool. Und die Mülltonne, wenn man da Sachen reintut, entleert sie sich nach einer Weile. Können wir ja nachher schauen, ob das wirklich stimmt. Ich habe es so noch nie gehabt. Aber es heißt es, sie entleert sich dann nach ein paar Minuten. Und das sind solche Vorhänge, die man auf und zu klappen kann. Es spinnt ein bisschen die Textur. Da kommt immer das Glas durch. Aber man kann es halt aufmachen, dann kann man durchschauen. Dann wieder zumachen, dann sieht man nichts. Und ja. Das kann man auch ohne Glas machen. Es liegt halt dann in der Luft. Auch eine sehr witzige Idee. Und weiter geht's. Das hier ist ein Dach. Ich dachte zuerst, es sind Treppen, aber das ist ein Dach. Da muss man nicht immer diese Treppen benutzen. Die gibt's auch als Ecke und als gerade Linie, aber es gibt keine Spitze. Was ich etwas schade finde. Und mir ist aufgefallen, das hier macht Steingeräusch. Und das hier das Wollegeräusch. Also irgendwie ist da ein kleiner Fehler. Ein Soundfehler. Aber egal. Hier haben wir auch noch die Lampe. Oder auch noch eine andere Lampe, die man auch an- und ausmachen kann. Und jetzt kommen diese Köpfe. Die machen einfach mit Rechtsklick ein Geräusch von dem jeweiligen Tier, der Person oder wie auch immer. Also hier. Und der Ton ist entweder normal, sehr verlangsamt oder sehr schnell. Das ist das Essensgeräusch. Der Creeper. Die Spinne. Das Schweinchen. Den Enderdrachen, den gibt's auch, aber er macht kein Geräusch, also kann man ihn auch nicht rechtsklicken. Dann das Skelett. Die Kuh. Der Zombie. Dann das Huhn. Das Schäfchen. Und das war's. Ich habe versucht, also man kann sie nicht mit Redstone verbinden, sodass wenn man zum Beispiel auf eine Platte tappt, dann kommt plötzlich das. Und das geht nicht. So, das waren dann die ganzen Items. Und was sie machen, jetzt zeige ich noch die Crafting-Rezepte. Und ja, die ganzen Truhen sind voller Crafting-Rezepten, also es dauert ein bisschen. Fangen wir an. Für diesen Stuhl, diesen ganz am Anfang mit beiden Armlehnen, braucht man 4 rote Wolle und 4 Stöcke, so angeordnet. Dann für weitere Crafting-Rezepte benötigt man 6 Lehm. Dann bekommt man ungebrannte Keramikplatte. Die kann man dann im Ofen ganz normal zu einer Keramikplatte machen. Und so viele, also 7 Stück und ein Eisen, ergeben dann ein Bathroom Cupboard, also ein Badezimmer. Schrank. Das war das. Ach, egal. Dann. Lol. Egal. Dann kann man mit. Wieso steht da Steinstufe?